Wenn ein Wein im Barrique ausgebaut wurde, kann man das schmecken. Warum? Das erfahren wir hier in der Küferei Thornherr in Berneck. Im Eichenholz, aus dem die Fässer gemacht werden, sind auf natürliche Weise bereits Aromastoffe enthalten, zum Beispiel von Zeder oder Vanille. Man kann aber aus so einem Fass noch viel mehr Aromen herauskitzeln. Nämlich indem man es von innen ausbrennt oder, wie es in der Fachsprache heißt, es toastet. Martin Thornherr, was passiert dabei? Da passiert Folgendes. Da innen haben wir ein Feuer. Mit der Hitze machen wir das Holz warm und im Holz ist eingelagert der Zucker. Bei Hitze fängt sich das an karamellisieren. So haben wir nachher die schönen Vanille-, Schocke-, Kokosnuss-Aromen, die man an Weinen vorfindet. Je nachdem, wo das Holz herkommt, zum Beispiel aus Frankreich, den USA, aus Slowenien oder eben aus der Schweiz, schmeckt es immer ein wenig anders. Spielt es denn auch eine Rolle, wie lange das Fass auf dem Feuer bleibt? Eine starke Toastung bewirkt, dass mehr Holzaromatik mehr in Weinen geht. Der Winzer kann sich also wünschen, in welchem Röstungsgrad er sein Fass haben möchte. So bekommt er genau das Barrique, das zu seinem Wein passt.